Hallo ihr Nahverkehrsfreunde, hier ist eure Justice Repaint Decke mit endlich einem neuen Repaint Video von mir. Ich habe es ja angekündigt, ja, vor ein paar Tagen habe ich ein kurzes Video hochgeladen und ich habe mir gedacht, ich habe jetzt einige Repaints gemacht in der letzten Zeit, also in den 2 Monaten, und ich habe mir gedacht, heute nehme ich mal die U530er mal vor, weil da auch da habe ich ein paar oder einige Repaints gemacht. Es gab auch Zuschauerwünsche. Ich weiß, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, aber ich kann mal kurz erwähnen, welche sich gewünscht haben. Also es hat sich jemand das Bogestra Repaint für den U530G gewünscht, das ist hier, da kommen wir gleich zu. Und die DVG als Solo-Variante, als Gelenkvariante, der kommt auch noch, den muss ich noch machen, habe ich noch nicht angefangen, wenn ich ehrlich bin. Und halt so, jetzt habe ich hier gemacht 589, es gibt zweimal 589, aber das erkläre ich gleich. Oder jetzt, wo wollen wir jetzt eigentlich anfangen, aber ich wollte doch kurz erklären hier. Und 914, also 5 Repaints habe ich heute für euch. Dann fangen wir mal an mit den beiden 589er, würde ich sagen. Warum zwei 589er? Kommt 589, das ist nur 530G von der Stork, Baujahr 2004. Dieser wurde 2017 ausgemustert und fährt jetzt bei Urban Reisen. Hier habt ihr ein paar Bilder noch von ihm. Das war noch, wo er bei der Stork war. Und hier ist er jetzt bei Urban. Hier habe ich auch schon fotografiert. Das sind die Fotos, die ich schon bei Busfreak 11 auch schon verwendet habe. Okay, ich habe zweimal 589 gemacht. Einmal eine 2004er Ausführung, also könnt ihr hier gerade sehen, weil er wurde ja noch, der wurde tatsächlich noch, der fuhr tatsächlich 2 Jahre noch als City Express. Der wurde 2004 wurde der angeschafft und hat doch die uralten Aufkleber gehabt. Ich meine, da steht drauf, bitte beim Fahrer einsteigen, habe ich schon letzte Folge gesagt. Ich weiß nicht genau, was da drauf steht, aber sieht schon relativ gut aus. Das Gelenk habe ich neu gemacht, habe ich abfotografiert und reingebaut. Das hat jeder auf 530G, hat das Gelenk. Ich finde, das sieht besser aus. So, aber ihr seht, habe ich so ein bisschen hier so ein bisschen neuerer Look und so. Die alten Aufkleber. Halt ganz normal. Die Kommzahl, die ist original. Die habe ich abfotografiert und eingebaut. Deswegen ist sie auch ein bisschen heller. Hier ist die umlackiert, die Kommzahl. Aber sonst auch wieder hier Stork VR-Logo. Standard halt. Innen klassisch. Oh, 114 habe ich aufgewählt. Wähle ich den mal kurz hier aus. So. Standard halt, Stork, habe ich die Sitze habe ich abfotografiert und eingebaut. Ja, das ist so vom 530er, der hat die Fotos so durch 4 geteilt. Jetzt sieht das so ein bisschen schräg aus. Okay, aber jedenfalls, das ist 5899 und jetzt kommen wir zu dem alten 589er, den ich so, ja, 2017, also kurz vor seiner Ausmusterung, sah 589 so aus. Auch mit der Bitte vorne einsteigen Werbung. Der hat die übrigens immer noch. Der hat die Werbung immer noch, auch bei Uhrenreisen hat er die, der hat die nicht verloren. Das ist aber was Schönes. Und halt hier oben, das ist realistisch, der hat oben hier die beiden Streifen, fehlen dem. Also habe ich so gemacht, dass die auch hier fehlen. Das sind theoretisch eigentlich nur die Foto, habe ich abfotografiert und eingefügt. Lichtverhältnisse angepasst und ja, habe ich die Streifen einfach so drauf geklatscht. Und halt so ein bisschen verblasst hier so alt. Aber trotzdem glänzt der so, also ist unrealistisch, der glänzt noch ein bisschen hier in Omsi, aber naja, wie man es nimmt. Auch hier die Aufkleber habe ich alle wieder, ach hier die, übrigens auch die neuen Aufkleber habe ich drauf geklatscht. Ich hoffe, die sind okay, weil sind nicht so die beste Qualität, aber mal schauen, vielleicht werde ich die auch nochmal verbessern, mal eines Tages. Aber jedenfalls, das sind die beiden 589er, sind beide wieder unten verlinkt, alles ist hier verlinkt. So, dann kommen wir mal zum einzigen Solo der Runde, zum U530 Solo der DVG. Ich sag mal direkt vorab hier, das mit der Zahl ist ein Bug. Ich habe das nicht repainted bekommen. Ich habe die ganze Zeit versucht, das geht nicht. Also wundert euch nicht, dass hier die Zahl so komisch ist, weil die richtigen DVG-Busse, die haben ja hier durchgehende Zahl drauf. Ich habe kaum 307 genommen. Ich weiß, ob es den echt gab. Bin ich mir nicht sicher. Mit der DVG kenne ich mich nicht so aus. Aber sonst hier so streifenmäßig habe ich so gemacht. Habe ich auch abfotografiert oder habe ich. Manche habe ich abfotografiert, manche habe ich selbst gemalt. Habe ich so drauf gemacht. Auch das DVG-Logo. Logisch. Alles selbst gemacht. Ja, hat sich ein Zuschauer gewünscht. Ich weiß nicht genau, wer das sich gewünscht hat, aber hat sich ein Zuschauer gewünscht. Habe ich gern gemacht. Auch die Sitze habe ich abfotografiert aus dem echten DVG-Bus und habe ich eingefügt. Also komplett neue Sitze habe ich reingemacht. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel bei dem Bus zu sagen. Sonst habe ich hier nichts damit verändert. Auch die Türen sind noch die alten alle. Naja, aber jedenfalls, das ist das DVG Repaint für den 530 Solo.
Kommen wir weiter zu dem 530G von der Bogestra. Hat sich auch jemand gewünscht. Übrigens hier, dass die echten Bogestra-Busse, die haben hier dieses, die haben dieses Logo nicht. Deswegen einfach draufklicken einmal. Dann ist dieses Logo weg. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber naja, wie man es nimmt. Auch hier habe ich auf Detail geachtet. Das war eine mühsame Arbeit, das hier rauszufinden hier. Also das hier so zusammenzustellen. Muss die ganzen Logos erstmal suchen, zusammenschmeißen, pipapo. Aber das sieht ja schon sehr, sehr gut aus, würde ich sagen, wa? Echte Bilder kann ich leider nicht einblenden, auch wegen DVG-Bus kann ich leider nicht einblenden, den Copyright, weil diese Busse... DVG-Bus, ich gucke, ob ich da Bilder habe, aber ist jetzt auch egal. Aber von dem habe ich leider keine Bilder. Müsst ihr auf Urbus gucken oder auf angebot.eu, falls ihr die originalen Bilder von dem sehen wollt. Wie der in echt aussieht, also. Aber hier Einstieg vorne habe ich so gemacht. Auch Einstieg vorne. Hier die Aufkleber unten habe ich gemacht. Alles gut. Gut. Komm 0376. Ich glaube, den gab es. Ich bin mir nicht sicher. Auch mit der Bogestra kenne ich mich nicht so aus. Aber jedenfalls, Bogestra-Schriftzug ist schon relativ gut geworden. Ich hoffe, ihr gefällt, die gefallen euch. Oder das gefällt euch. Mann. Naja, auch hier neues Gelenk, habe ich vorhin schon gesagt. Ach ja, das auch. Hier Einstieg, das ist ein typisches Bogestra-Feature. Aufkleber, auch die Zahl hier. Auch hier ist das wieder, habe ich jetzt so provisorische gemacht. Ich gucke das hier vielleicht das raus. Ich gucke, dass ich das vielleicht noch rauskriege, dass ich das vielleicht hier repainted kriege, aber ich hoffe, fürs Erste ist das so okay. Okay, dann kommen wir mal zum letzten. 914. Da habe ich auch wieder Bilder. Ich zeige es euch mal hier. Das ist 914 in echt. Die Bilder sind auch top aktuell jetzt von 2017 und 2018 sogar schon. Das sind aktuelle Bilder von ihm. So, und das ist er in Omsi. Ich kann mal kurz die Tür hinten zumachen. Und der hat die Aufkleber hier nachträglich dran bekommen, 2014. Der Bus ist seit 2014 bei Urban, aber der hat die Aufkleber erst später bekommen, hier an der Tür. Ja, hier oben reisen, habe ich das Logo drauf gemacht. Ist schon relativ gut geworden. Das ist ja der ehemalige COM 587, deswegen habe ich das auch 587 hier genommen. Als COM RIP 587. Auch innen ist davon eine Store komplett. Innen. Oder nicht verändert. Ja, auch den Sitz habe ich abfotografiert und reingemacht. Ja, ist eigentlich ganz okay geworden, ne? Ich hoffe, er gefällt euch. Theoretisch werde ich noch ein Repaint zu 915 machen. Okay, das wünschen sich vielleicht. Naja, der Bus ist nicht sonderlich beliebt, aber ich gucke, dass ich den vielleicht auch noch mache. Aber ich schaue mal, was ich da mache. Naja, aber auf jeden Fall. Ach, hier, das ist auch hier. Der Bus wird komplett umlackiert. Der hat ja vorher die Store-Lackierung gehabt. Außer hier dieses Teil. Kann ich mal kurz hier ranzoomen. Ihr seht hier gerade, an diesem kleinen Stern wurde er nicht umlackiert. Deswegen habe ich das auch so in Relation gemacht. Sieht ein bisschen crazy aus, aber ist auch in echt so. Naja, aber auf jeden Fall 914, 0376, COM 307 und die beiden 589er. Alle unten verlinkt. So, es wird noch mehr Videos kommen. Also noch ein, zwei Videos werden noch kommen jetzt oder mehr, weiß ich nicht. Ich habe noch ein paar Repaints, die ich vorstelle und auch einen neuen Bus, den werde ich auch noch erwähnen im nächsten Video oder übernächsten Video, schauen wir mal. Ich sag nur, es könnte etwas Großes betreffen, aber das schauen wir noch. Naja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich bin wieder ein bisschen verplant gewesen, bitte nehmt mir das nicht übel. Fließend reden kann ich zwar, aber im Takt bleiben, naja, ist ja nicht so wichtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder sage ich, viel Spaß und gute Fahrt mit den Repaints. Und bis zum nächsten Video. Eure Justice Repaint Decke. Macht's gut. Ciao.